So, ja, herzlich willkommen und zum Ostermontag. Heute zum letzten Teil des monstermäßigen Müller-Updates. Ja, das ist dann der letzte Haufen. Dann ist es endlich geschafft. Waren echt viel. Also einen Film muss ich sagen, den habe ich nicht von Müller. Perfect Getaway, den habe ich heute noch bekommen. Habe ich mit reingenommen. Jetzt habe ich wirklich gar keinen Film mehr. Also komplett leer. Aber wenn ihr das seht, da habe ich 100 pro schon mit der Haufen neue Filme, also die habe ich ja alles vorgedreht und bis dahin habe ich bestimmt wieder Stoff. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt so ja ein Mischmasch, sag ich mal, so alles durcheinander. Ja, wollte ich sagen, quatsch mal nicht lang und fangen gleich an mit den Filmen. So, fangen wir an gleich mit The Perfect Getaway, ist ein Upgrade von DVD auf Blu-ray. Ihr wählt sich schon das Cover. Ja, auf jeden Fall ein geiler Film, habe ich schon gesehen. Gefällt mir richtig gut. Boah, vor zig Jahren habe ich den damals aus der Videothek geliehen. Ist auch schon eine Weile her, wo ich den geguckt habe. Aber ein geiler Film. Sechs Fremde, zwei Mörder. Es gibt keinen Kommen. Mit dem Chris Hemsworth auch. Auf jeden Fall hat mir richtig gut gefallen. Also ist so ein Thriller. Auf jeden Fall Mystery. Man darf da ja nicht wissen, einfach den Film gucken. Auf jeden Fall war ich vom Ende richtig geschockt. Also das hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Kann ich mal sagen. Das war immer der. Machen wir weiter hier mit Antonio Banderas und Anthony Hopkins. Die Maske des Zorro. Kenne ich noch nicht. War auch in dieser Aktion dabei. Ich weiß, da gibt es noch einen zweiten Teil. Die Legende des Zorro. Wo jetzt, den hatten sie leider nicht. Hol ich mir dann mal so, da kostet auch nur 6 Euro. Ist ja die Fortsetzung. Ja. Mit Anthony Hopkins und Antonio Banderas und, wie heißt sie? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Vielleicht steht sie irgendwo. Catherine Zeta-Jones, genau, so heißt die. Ist die Frau, meine ich, von Michael Douglas. Die Ehefrau. Ich weiß es nicht, ich glaube ja. Auf jeden Fall. Ja, den werde ich mir noch nicht angucken, da warte ich, bis ich den zweiten habe. So, dann haben wir hier noch Greta. Nein, nicht Greta Thunberg. Um die geht es hier nicht. Geht um Onkel Diebstahl und die Chloe Grace Moritz klaut von ihr irgendwas und dann lockt die die zu sich nach Hause und dann ist die irgendwie total komisch, benimmt sich komisch. Weiß ich nicht. Mal gucken. Kam jetzt auch nur 6 Euro. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Kostet sowieso, glaube ich, überall so den Preis. Greta. Auch Cover. Cool. Ist, glaube ich, von Cape Light wieder. Ja, Cape Light Pictures. Ja, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ja, dann haben wir hier noch so einen Teil, den habe ich im Laden mitgenommen. Von James Bond. Eigentlich wollte ich die mir mal in 4K holen. Aber ja, jetzt habe ich mir die Blu-ray geholt. Und zwar ein Quantum Trost. Den hat mir noch gefehlt. Ich habe, meine ich, nur Skyfall und Spectre auf Blu-ray, also Casino Royale habe ich auch nicht mit Daniel Craig. Und ja, ist ja noch von 20th Century Fox, wird wohl auch nicht mal bald geben. Die werden ja nicht mehr hergestellt, deswegen habe ich mir den mal noch mitgenommen. Natürlich, ich finde die cool mit Daniel Craig, der neue Film, da wird ja auf sich warten lassen. Der neue Bond, also wenn der überhaupt mal kommt, dann ist bestimmt ja Weihnachten, würde ich sagen, aber bis dahin kommt er eh nicht. Wird ja alles verschoben. Deswegen mal gucken, wann es wieder losgeht mit Blockbustern. So, dann hätten wir noch, ja, machen wir hier weiter: The Darkness, so ein Geister-Dämonen-Film mit Kevin Bacon. Sah auf jeden Fall auch richtig gut aus vom Trailer. Hier Kevin Bacon. Deswegen habe ich den immer mitgenommen von New KSM und Universal. Jo, habe ich vor Jahren mal einen Trailer gesehen. Ich meine, das ist genau 4 Jahre schon alt. Und jetzt hatten sie den auch da in der Aktion. Und da habe ich natürlich gleich mal mitgenommen. The Darkness. Ich wollte sagen, New Darkness. Nee, The Darkness, genau. Von New KSM. Dann hätten wir hier noch. Ich weiß, das ist so eine Reihe mit Hannibal Lecter. Roter Drache.
Habe ich mir mal mitgenommen. Müsste auch noch ein Wendecover haben. Weiß ich jetzt nicht. Universal macht ja immer. Joa. Auf jeden Fall sieht schon mal richtig geil aus. Red Dragon. Mit Anthony Hopkins natürlich. Ist auch so eine Paraderolle von ihm. Edward Norton spielt auch noch mit. Also der Trailer sah wirklich richtig gut aus. Von 2002. Meine ich. Oder ist davon. Ja, 2002. Also noch gar nicht so alt. Ich dachte, der war schon von den 90er. Nee. Ralph Fiennes spielt noch. Harvey Keitel. Emily Watson. Mary Louise Parker. Und Philip Seymour Hoffman, der leider schon verstorben ist. Der spielt da auch mit. So, da haben wir hier noch der Hexenclub. Müsste noch die alte Flagge sein. Hier mit den. Sieht man ja mit den. Loco Blu-ray Disc jetzt auf PlayStation 3. Also, so alt ist der Film schon. So lange haben die den. Ja. Das ist ja. Ich habe mir quasi ja den neuen geholt. Den hatte ich ja auch schon im Update. Den neuen, der Hexenclub. Das ist ja quasi Teil 1. Der neue soll ja quasi eine Fortsetzung sein. Kein Remake. Also mal gucken. Ja, den neuen habe ich noch nicht geguckt, weil ich ja die zusammen gucken will quasi. Der Hexenclub. Also beide Teile dann. So, dann hätten wir noch hier einen Film mit einem Jake Gyllenhaal, Nocturnal Animals. Ja, der kam ja damals raus. Ich wollte mir den holen, hab's aber irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Und ja, habe ich mir jetzt mal nachgeholt. War auch recht billig. Ist ein geiler Thriller. Sieht nach einem geilen Thriller aus. Und Jake Gyllenhaal geht eigentlich immer. Ich mag den wirklich sehr. Also ich guck den unglaublich gern. Deswegen habe ich gesagt, packe ich den auch mal mit ein. Jo. Jetzt haben wir einmal Nocturnal Animals. So, da haben wir noch hier, da kam nur 4 Euro glatt. Ist auch ein 20th Century Fox Film. Hier mit so Kinoticket. Weiß gar nicht mehr, ob das noch geht. Ich kann ja mal gucken. Wir sind eh zeitmäßig noch gut dran. Ich meine aber, das wird nicht mal gehen. So, ich gucke mal. Nee, ist glaube ich vorbei. Bis 30.04.2019 nur. Ach, bis zum 28.02.2019, okay. Also ist schon vorbei. Außerdem, Kino wäre eh nicht gewesen. Ja, hier Alita kam ja, Predator Upgrade, Bohemian Rhapsody. Ja. Kann man wegschmeißen, ist ja vorbei. Wie gesagt, ich habe den auch recht billig bekommen, hier 4 Euro. Und deswegen, ja, ist ja erst so ein bisschen so mit Liebesgeschichte. Mal gucken, wie der ist. Spannend, gefühlvoll, Abenteuer-Movie mit einer coolen Portion Liebe. Angucken. Wort gemacht. So, dann haben wir einen Film. Jetzt werde ich sagen, oh mein Gott, was holst du für einen Scheiß? Kartoffelsalat. Und es gibt sogar noch Kartoffelsalat 3. Also den habe ich jetzt nicht. Der kostet, also wenn er mal aus Spaß reingucken wird, deswegen habe ich ihn genommen. Deswegen habe ich den auch auf DVD. Den gibt es auch auf Blu-ray. Ich sammle eigentlich nur noch Blu-rays. Da kam 2 Euro beim Lohr. Ich habe sogar noch die 10%. Ich habe nur 1,80 € bezahlt. Also und da wollte ich mal einfach mal reingucken. Ich weiß, das soll echt Mist sein. Hier, er spielt auch mit, warte mal, den kenne ich auch von YouTube. Simon Dessou. Simon Dessou, oder wie der heißt, ja? Von YouTube. Genau, da spielt er auch mit. Otto spielt mit im dritten Teil, beziehungsweise ist das ja eigentlich der zweite. Die haben den nur dritten Teil genannt, weil die nie eine Fortsetzung machen wollten. Aber das soll auch grottig sein. Mal gucken. Ich gucke hier rein. Ich erwarte da wirklich nichts. Aber ja, mal gucken, wie der ist. Kartoffelsalat. Und auf jeden Fall Kartoffelsalat dabei essen. Dann ist bestimmt gut. Dann hätten wir hier Dante's Peak. Da geht es ja um so, auch so einen Katastrophenfilm, so einen Vulkanausbruch von 97 hier mit einem Pierce Brosnan und Linda Hamilton hier aus Terminator. Kennt man natürlich.
Ich wusste gar nicht, dass sie noch andere Filme gemacht hat. Kennt man jetzt, ich sag mal so, außer Terminator hat die sehr wenig gemacht. Also kennt man leider kaum. So einen richtigen Durchbruch, außer die Filme hatte die ja nicht. Also außer Terminator. Ja, Dante's Peak habe ich noch nicht gesehen, deswegen wollte ich den mal angucken. Ja. So, da haben wir hier noch, unsere Zeit ist jetzt. Das ist, glaube ich, die Geschichte über Quo. Den hatten sie da auch ganz billig im Angebot. Da habe ich den einfach mal mitgenommen. Ja, es ist auch ein deutscher Film. Und deswegen, mal gucken. Also, wie der ist. Ich erwarte jetzt auch nicht so viel. Mit Wendecover sogar noch. Also, und hier, Schweiger spielt wohl auch mit. Wusste ich gar nicht. Ja, mal schauen. Mit Dolby Atmos. Und es wird ja auch gesungen. Vielleicht ist das auch. Vielleicht kommt das dann richtig gut rüber. Dolby Atmos. Unsere Zeit ist jetzt. Also, wie gesagt, muss man gucken. Die könnt ihr alle noch recht billig bekommen. Also, die sind alle noch da. Den habe ich mir genommen. Da habe ich auch. Wie gesagt, ich gucke immer Preis aussteigen so durch und da habe ich den gesehen. Oh Brother, where art thou? Where art thou? Und sah richtig geil aus. Ich kann ja mal den Aufkleber wegmachen. Da spielen auch richtig bekannte Schauspieler mit. Spielt einmal mit George Clooney. Ist hier George Clooney. John Turturro. Nee, Turturro. So wie er ausgesprochen wird. Den kennt man unter anderem von den Transformers-Filmen. Finde ich auch geil, den Schauspieler. Immer recht lustig ist der. So, und dann hätten wir noch, ja, John Goodman, Tim Blake Nelson. Also, es ist so ein Knastfilm. Die hauen irgendwie vom Knast ab. Und ja, dann gehen die in so eine Stadt. Und dann mal sehen. Mehr weiß ich schon ja nicht mehr vom Trailer. Ja. Mal schauen. Bin ich mal gespannt, wie der ist. Oh, Brother, where are you? So, da habe ich mir so ein Doppelpack geholt. Das gibt es ja oft jetzt immer. Doppelpack mit Van Damme. Die habe ich noch nicht beide. We Die Young. Und A Pound of Flesh. Beide natürlich uncut. Müssten beide uncut sein. Und mal schauen, also, wie die sind, die beiden Filme. Van Damme war ja damals richtig geil. Heute macht er ja auch nur noch, ja, B-Movies wollte ich nicht sagen, so Nebenfilme. Also deswegen, mal gucken. Wie gesagt, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas davon kennt und sagt, hier lohnt sich nicht. Dann hatten sie noch zwei Serien, auch in dieser 5 vor 20 Aktion. Da habe ich schon die erste sogar bekommen. Habe ich mir letztes Jahr geholt im Pappschuber. Wie hieß die nochmal? Halt and Catch Fire. Staffel 1 habe ich schon. Die habe ich mir letztes Jahr geholt. Mal gucken, gucke ich mir dann mal an. Ich weiß gar nicht, ob es da noch eine dritte Staffel gibt. Aber ja. 431 Minuten geht die. Aus dem Haus AMC, bekannt für den Serien Hit The Walking Dead. Ich glaube nicht, dass die da rankommt. Glaube ich nicht. Aber mal schauen. Die ist auch jetzt gerade vergriffen gewesen, wo ich geguckt habe. Die Schauspielerin sagt mir auf jeden Fall was. Ich weiß jetzt nicht 100 Pro, aber ich meine, das ist die aus Becky, obwohl sie hier älter aussieht. Ich weiß es nicht. Wo die von 2015 ist? Nee. Aber auf jeden Fall sieht die vom Gesicht her der Schauspielerin so ähnlich. Aber ich glaube, das ist sie dann doch nicht. Wenn der schon von 2015 ist, weil die ist ja jetzt erst 13 gewesen. Nee, glaube ich nicht. Naja, auf jeden Fall die. Und dann noch eine andere Serie. Da gibt es mehrere Staffeln, das weiß ich. Habe ich schon nachgeguckt, glaube 3. Ruhr, Undercover. Das ist Staffel 1. Out of Control. Mal gucken. So eine Krimiserie. Auch sehr brutal. Ist sogar FSK 16. Und sieht man schon, ganz schön hart. Staffel 1, Episode 1 bis 10. Laufzeit circa 500 Minuten. Also pro Folge 50 Minuten. Mal schauen, die sah auf jeden Fall auch geil aus vom Trailer. Müsst ihr euch mal angucken. Habe ich die mir mal mitgenommen. So, dann haben wir noch zwei Boxen. Eine habe ich online bestellt, eine im Laden. Hatten sie hier Living Extrem. Also es sind drei Extremsportler. Der eine geht in die Tiefe, der eine in die Höhe, der eine auf den Berg. Sah auf jeden Fall interessant aus. Da habe ich gesagt, nehme ich mal mit. Wie gesagt, 4,99 kann man nicht meckern. Ja,
Drei Filme mit über 150 Minuten Laufzeit. Auf jeden Fall cool. So, und die letzte Box, die habe ich im Laden mitgenommen, ist eine Thriller Collection. Ich weiß nicht mal, ob die wirklich alle uncut sind. Ich meine ja. Müsste ich mal nochmal gucken. Das ist einmal Mord im Weißen Haus, The Job und Accident. Die kam auch ein Fünfer. Und da ich gedacht, nehme ich mal mit für den Preis. Ja, da werden bestimmt zwei Rohrkrepierer drin sein oder vielleicht einer, der nicht so gut ist. Aber für den Preis, sage ich mal, nimmt man die mit. Online gab es die gar nicht. Ich weiß nicht. Mal sehen, wie die ist. Sind, wie gesagt, drei Filme. Kostet einen Film 1,50 € oder 60. Da kann man echt nicht meckern. Auf den, sage ich mal, habe ich am meisten Hoffnung. Dann den. Weiß ich nicht. Hört sich cool an, Mord im Weißen Haus. So wie Olympus Has Fallen vielleicht. Billy Zane. Mal gucken. Yvonne Pullman auch dabei mit The Job. Und Accident. Ja. Ja, Freunde, das war's schon. Wir sind erst bei 16 Minuten und habe ich es doch schon diesmal schneller geschafft. War immer schneller. Das erste Video war in einer halben Stunde. Also jetzt haben wir es endlich geschafft. War echt eine Menge. Klar, viel Neuheiten waren nicht dabei, ist ja auch klar. Es kommt ja nicht viel raus. Ich habe mir mal ein bisschen was Älteres geholt oder ein bisschen was, was man noch nicht so kennt. Und ja, wie gesagt, hier zwei Boxen. Ich kann ja noch mal alles zeigen. Die zwei Boxen, Ruhr, die Serie Ruhr und Held in Catch Fire. Dann den Van Damme. Oh Brother, Where Art You? Unsere Zeit ist jetzt. Dann das Peak und Kartoffelsalat. Marco Spuren. Nocturnal Animals. Der Hexenclub, Roter Drache und The Darkness. Ich schieb das mal ein bisschen weg. Haben wir noch James Bond. Haben wir noch Greta, die Maske des Zorro und A Perfect Getaway. Ja, das war der letzte Teil. Er stellt nicht scharf. Der letzte Teil vom Müller Update. Wie gesagt, es kommt noch mal einer, der wird aber in einem Video kommen, da mache ich nicht drei Teile. Das ist auch nicht so viel. Und ja, heute, wie gesagt, Montag kam jetzt der letzte Teil als Osterupdate. Und da würde ich sagen, wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen. Und also wer bis jetzt hier geschaut hat, auf jeden Fall. Alle neuen Zuschauer, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schreibt was für die Filme. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.